Parteien Speed Dating. Hi, ich bin die FDP. Hi, der Wähler. Vorweg, egal was du wählst, am Ende werde ich entscheidend sein. Ja, ich hoffe, dir gefällt das Restaurant. Es ist gut bürgerlich. So wie ich. Was glotzt du so, du Kanacke? Diese Messermänner und Kopftuchmädchen, die machen dir Angst, ne? Aber keine Sorge, ich beschütze dich. Ich bin normal. Ach, das ist normal. Ich will für uns eine gerechte Welt, ein völlig neues Wir-Gefühl. Alles soll... Hallo? Ich habe meine Ex vom Traualtar stehen lassen, weil ich dachte, besser gar nicht zusammen sein als falsch. Shampoos, danke. Ja, aber bist du denn überhaupt schon bereit für was Ernstes? Also Verantwortung zu übernehmen? Ja, klar, ich habe meine Bindungsangst überwunden. Weitestgehend. Sag mal, warst du im Urlaub? Nee, wieso? Du bist so braun. Wenn du dich für mich entscheidest, dann bekommst du bedingungsloses Grundeinkommen, bezahlbaren Wohnraum, soziale Solidarität und... Mann, ey, wo bleibt die denn? Lässt sie mich hier einfach versauern. Hier bin ich doch. Mit mir gibt's keine Grenzen. Keine Regulierung. Pure Freiheit, Baby. Das regelt alles der Markt. Welcher Markt? Wenn du mich nimmst, gibt's nie wieder Krieg. Und Freibier für alle. Bier. Ach, da bist du ja. Und wer bezahlt das Freibier für alle? Das Großkapital. Ich bin ganz anders als deine Altpartner. Das heißt, du bist nicht innerlich zerrissen? Doch, in mir tobt schon oft Streit. Und du bist nicht machtgeil? Posten und Ämter sind was Schönes. Oh, du hattest nie Affären oder Stress mit der Justiz? Naja, da war mal was mit Spenden, aber... Also exakt wie meine Altpartner. Aber du könntest die ärgern und dich aus Protest für mich entscheiden. Ey, das war immer mein Anmachspruch. Piss dich mal. Wenn wir mal Probleme haben sollten, welche Mittel würdest du einsetzen, um die zu lösen? Technologischen Fortschritt, Wachstum und den Markt. Mann, welcher Markt! Was ist dein Lieblingsfilm? Liebesgrüße nach Moskau. Heißt das nicht aus Moskau? Egal. Wohin würden wir in Urlaub fahren? Also das, was mal klar ist, mit mir gibt's keine Auslandseinsätze, okay? Wenn wir zusammen wohnen, dann darfst du auch deine Meinung wieder offen sagen. Hä, ich darf doch meine Meinung sagen. Nein, darfst du nicht. Ich glaube doch. Nein! Hä, darf ich jetzt meine Meinung nicht mehr sagen? Siehst du? Sag ich doch. Du. Wenn wir zusammen wohnen würden und eine gemeinsame Haushaltskasse haben. Und dann wird da nicht mehr eingezahlt. Entlasten, entlasten, entlasten. Ja, aber wenn wir nichts in die Haushaltskasse geben, wer zahlt denn dann Reparaturen am Haus und sowas? Das regelt alles der... Mark, ey! Dein toller Mark! Nimm dir doch ein Zimmer mit deinem Mark! Wollen wir vielleicht noch einen Absacker? Was Hochprozentiges? Zwei Rotwein, bitte. Der hat doch gerade mal 12%. Ja, es ist doch hochprozentig, oder? Hey. Ich wäre auch noch eine Option. Nein. Wir sehen uns bald. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.